Herzlich willkommen zu meinem 45. Kurzvideo zu Windows Grundlagen, Grundkompetenzen. Manchmal kann es vorkommen, dass es notwendig ist, den Computer neu zu starten, wenn es bei Windows Probleme gibt, wenn ein Programm nicht mehr reagiert, wenn irgendwas nicht mehr so hinhaut. Der einfachste Weg, der aber leider nicht immer funktioniert, wäre im Startmenü auf rechte Maustaste zu gehen, herunterfahren, abmelden und dann neu starten oder herunterfahren zu wählen. Also eine ganz einfache Möglichkeit, das zu machen. Oder im Startmenü natürlich, klickt man hier drauf, dann klickt man hier drauf. Und will hier auf herunterfahren und neu starten. Eine Möglichkeit, die eigentlich fast immer funktioniert, ist dann, eine Möglichkeit, die fast immer funktioniert, ist die Tastenkombination Steuerungstaste Alt entfernen. Dann wird hier bei mir hier ein roter Bildschirm dann eingeblendet und auf der rechten Seite rechts unten wähle ich dann hier und dann auf herunterfahren. Und dann wird der Computer ausgeschaltet und ich kann dann den Computer hoffentlich neu starten und alles funktioniert. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns wieder im nächsten Video.